Sixes auf Nacht, nicht in der Früh. Willkommen zu einer kurzen und schnellen wahrscheinlich Abendrunde, weil wir ungefähr bloß eine Stunde Zeit haben, bis die Sonne wirklich dann so weit runter ist, dass man nichts mehr gescheit sieht. Ist halt einfach der Herbst. Mei. Wo bin ich jetzt? Also ihr habt schon ein paar schöne Funde gesehen. Da waren gleich nach dem Auto die ersten paar Meter im Wald rein, waren ein paar wunderschöne Frauentäublinge, die sind auch einwandfrei noch gewesen. Und dann noch ein paar andere Pilzlein. Dann, wo bin ich heute eigentlich? In einem, ja, Mischwald, tatsächlich da draußen. Relativ bei mir auch wieder in der Nähe, also quasi auch wieder vor der Haustür. Und das ist ein Wald, da war ich vor gut einer Woche, war am Sonntag hier in dem Waldstück eine geführte Pilzwanderung. Und an der habe ich zum ersten Mal in meinem Leben teilgenommen. Also ich bin jetzt, wie nennt man das, ein geführter Pilzbewanderter oder irgendwie sowas. Nein, ist ja wurscht. Okay, auf jeden Fall war richtig, richtig cooles Erlebnis. Wir haben einen Haufen Pilze gefunden. Ein schönes gemischtes Teilnehmerfeld war dabei, von Anfängern bis ja, Fortgeschrittene und Profis in Anführungsstrichen. Also war richtig schön zum Miterleben. Dazu allerdings zeige ich euch jetzt vielleicht bloß noch mal ganz kurz ein Fundergebnis von mir. Und ich werde zu der Pilzwanderung an sich selber noch einmal, glaube ich, ein eigenes kurzes Video machen, weil durchaus viele schöne Aspekte dabei waren, die man im Nachgang jetzt mal ein bisschen aufbereiten kann, ein bisschen halt für mich jetzt mal ein bisschen so verarbeiten, sacken lassen müssen. Es waren viele neue Informationen und schöne Erklärungen und Erfahrungen dabei, und das werde ich euch in einem separaten Video noch mal zeigen. Ansonsten, wie gesagt, das Waldstück. Ich war hier tatsächlich in dem Wald. Der Wald ist allerdings nicht bloß ein Wäldchen, sondern der ist schon groß. Ich war schon ein paar Mal, da gibt es ein paar, nennen Sie mal, Versuchsvideos von mir. Ich habe seit letztem Sonntag mit diesem Wald meinen persönlichen Fundfrieden geschlossen. Sprich, ich habe wirklich einen tollen, tollen Fundkorb zusammengebracht momentan. Und ja, dann kann man hier auch mal jetzt noch mit dazu zu den ganzen anderen Wäldchen auch mal sehr gerne mal kurz abends auch herfahren. Und zu meinen Füßen gibt es was, was ich momentan jetzt fast nicht erwartet hätte, und das schauen wir uns auch ganz kurz an. Ich bin wieder auf so einem kleinen Waldweg, so als Einstieg unterwegs. Und vor mir, na, wer erkennt schon, da haben wir tatsächlich einen Steinpilz. Der hat sich da jetzt unten drunter so schön reingedrückt und reingewachsen, aber der ist auch schon leider zu weich. Wir lupfen den trotzdem mal raus. Und schaut mal her, oh, was das für ein schöner Kavenzmann wieder ist, also wo er die Hand hintersteckt. Ich komme hier mit meinen Fingern nicht um den Stiel rum. Also ein super Teil. Aber vom Hut her, wenn man eindrückt oben, seht ihr das, die Dellen bleiben leider drin. Gerade so grenzwertig. Also gestern wäre der noch wirklich super intakt gewesen. Die Röhren unten drunter heute auch schon ein bisschen, ja, ins Grünliche gegangen. Schade, nichts mehr zu mitnehmen. Aber ja, ein Fund, der jetzt momentan wirklich, glaube ich, auf eine gute Zukunft schließen lässt, was es vielleicht die Steinpilze betrifft, dass die jetzt hier bei mir auch wieder langsam anfangen. Man erkennt schon, die leuchten hier so im Abendlicht der Kamera jetzt auch schon so richtig schön giftgrün. Da haben wir wieder einen ganzen Schwung mit grünblättrigen Schwefelköpfen. Auch wenn die Lamellen hier schon gräulich sind oder so olivfarben, das sind alles die giftigen grünblättrigen Schwefelköpfe hier. Da ein Baum unten. Was bist du eigentlich? Eine Fichte? Ja. Schauen wir mal hin. Ziemlich voluminöses. Was haben wir denn da Schönes? Das schaut jetzt irgendwie nach einer breitblättrigen Glucke aus. Also keine krause Glucke, sondern eher eine breitblättrige Glucke. Die hat jetzt auch eher so ein bisschen, ja, weniger Struktur. Okay. Da hat, glaube ich, schon mal jemand was abgenommen oder ja, ein Teil abgeschnitten. Schaut das so aus, dass schon mal ein Sammler hier an dem Baum war. Okay, aber es ist jetzt weder Kiefer noch eigentlich eine Tanne. Es ist eine Fichte, was darauf wächst, und der wächst genau da unten im Sattel drin bei dir. Schön.
die nächsten direkten Baumbewohner, hätte ich beinahe gesagt. Und da haben wir gelbstielige Trompetenpfifferlinge. Ja, schön, wunderbar. Und jetzt stehe ich quasi mitten in den Trompetenpfifferlingen drin. Altersklassen von ganz klein, frisch kommend, normal groß. Da hinten, die sind schon wieder am Vergehen, teilweise auch schon wieder am Verschimmeln. Also wir haben hier auch, genauso wie die Pfifferlinge neulich, ja, alles gemischt zusammen. Da unten auch. Also wie gesagt, die steht eigentlich mittendrin, muss aufpassen, wo ich hinsteige. Das sind schon alte Exemplare, wenn die oben schon die Hutfärbung hier so verwascht haben, dann lassen wir sowas bitte auch stehen. Ansonsten nehme ich mir gerne noch ein paar schöne Trompetenpfifferlingchen mit. Auch da hinten drin sind alle wunderbar schön geschützt darin. Ja, der Sammelkorb hat sich jetzt ein bisschen schön vergelbt. Zu den zwei Frauentäublingen dazu, noch einen schönen Schwung. So, drehen wir das mal so rum. Trompetenpfifferlinge, ja wunderbar. Also ich mag die sehr gerne, vom Geschmack her wirklich ganz was Feines. Und jetzt, jetzt muss man sich langsam entscheiden. Links rum, rechts rum, der Wald, wie gesagt, für mich neu. Und die Zeit drängt, aber irgendwo eine Richtung werden wir schon einschlagen, wo Pilze wachsen. Da leuchtet jetzt etwas violett heraus. Schauen wir mal, nehmen wir den mal raus. Ja, unten drunter sieht man es schöner als oben drauf. Da haben wir einen violetten Lacktrichterling. Da vorne noch ein paar ganz frische, ganz junge dabei. Wunderbar. Und von denen bleiben wir gleich mal drauf. Da hinten strahlt nämlich der nächste relativ große Pilz raus. Oben optisch haben wir hier wieder einen wunderbaren Frauentäubling. Schauen wir mal. Okay. Unten, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So, schauen wir mal. Streicheltest. Legt sich, da bricht nichts. Typischer Frauentäubling. Eine relativ dunkle Färbung in dem Fall. Aber klassischer Frauentäubling. Machen wir ein Schnittbild und wenn er passt, darf er mitfahren. Und schon sind sie zu dritt. Ja, der darf mitfahren. Also erstaunlich schön, alle relativ wurmfrei, perfekt zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, ob man es hört. Von der Weite habe ich es auf jeden Fall plätschern hören. Tatsächlich eine schöne Furche da durch den Wald, wo unten ein kleines Bächlein läuft. Und an dem Bächlein, ja, vom Blick her, da oben, nur zur Vollständigkeit halber, da steht ein gelblicher, wahrscheinlich Ockertäubling. Lass jetzt einfach mal so stehen. Ja, wenn ich jetzt Zeit und mehr Licht hätte, würde ich mich da unten diesem Bachlauf wahrscheinlich etwas intensiver widmen. Aha, vor meinen Füßen nochmal gelbstielige Trompetenpfifferlinge und interessant, die sind abgefressen, abgeknabbert, von wem auch immer. Vielleicht Rehe oder wahrscheinlich Rehe. Da drüben, ups, jetzt wird es größer und gelblicher. Wir gehen mal kurz rüber, aber die Vermutung geht Richtung Semmelstoppelpilz für mich. Jetzt schauen wir um die Ecke. Scharf machen und die Enthüllung ist Semmelstoppelpilz. Aber ein richtig schöner Kaventsmann. Wunderbar. Aber die Semmelstoppelpilze in der Größe, die lasse ich gerne zurück im Wald. Schade. Der Wald oder der Bachlauf da unten, der schreit auf jeden Fall nach Wiederholung, und zwar in den nächsten Tagen. Das Gute ist, ich habe im Auto gar nicht so weit hierher, relativ kurz. Dann kann man sogar auf Nacht jetzt im Herbst nochmal eine kurze Spritztour machen. Und ja, wenn es passt, warum denn nicht? Und jetzt gehen wir noch ein paar Meter, halbe Stunde noch Licht und dann Feierabend. Ja, ganz kurz eben noch da vorne, habe ich über den Bach gefreut und gehe jetzt da einfach so entlang und wollte eigentlich hier weitergehen. Jetzt geht es da auch runter, und zwar nicht unsteil,
Jetzt muss ich direkt da vorne ein bisschen weiter, ja, mal schauen, wie ich da jetzt wieder weiterkomme. Naja, gut, meine neue Erkenntnis des Waldes. Und das nehmen wir uns dann alles in naher Zukunft mal vor. So. Ja, mein neuer Wald. Alles Glück. Jetzt spritzt mir da das Springkraut entgegen. Schön. Brombeer da unten drin. Super, gut gemacht, Junge. Naja, weißt. Ja. Ja, da vorne wird es wieder frei. Gott sei Dank. Ja, auch diese Wege gibt es darin. Schön befestigt. Man möchte schon fast sagen, sauber. Und ja, die nutze ich jetzt fast eher mal, um ein bisschen ein paar Meter in freierer Sicht zu machen und einfach einmal so den Wegrand ein bisschen zu erkunden, was da eventuell wirklich gleich in greifbarer Nähe so alles steht. Vom Weg her unten, jetzt habe ich aber schon einige Meter gemacht durch den Wald, kreuz und quer. Ich nenne es mal so, jetzt nichts Besonderes mehr gefunden. Immer wieder mal ein paar Täublinge dazwischen, ein paar, wie möchte man sie sagen, Kleinpilze hier immer wieder mal so zum Sehen. Aber ja, direkt zum Ablichten bin ich jetzt hier bei den Pilzen. Das ist nicht mehr so ja, dazugekommen, weil es einfach schon dunkel und duster wird. Und jetzt muss ich echt mal schauen, dass ich noch ein paar Meter mache, bevor es wirklich ganz vorbei ist für heute. Wir können es im Dunkeln erahnen, was wir hier vor uns haben. Ja, von der Borke her. Bisschen was anders. Der Wurzelanlauf unten haben wir schon mal gehabt. Da haben wir eine Lerche und tatsächlich hier im offenen Moosbereich vor der Lerche steht der Symbiosepartner in Form von einem Goldröhrling hier an der Stelle. Ein Schmierröhrling. Jetzt schauen wir da unten rein. Ja, ich denke, man kann es recht gut erkennen. Schön, weiter vorne habe ich auch noch welche ausgemacht. Jetzt muss ich mal schauen. Da drin steht noch ein kleinerer. Ich glaube, da vorne im Moos noch einer. Ein ganz frischer, ein ganz junger. Ja, wunderbar. So ein schöner kleiner Baby-Goldröhrling. Super, na den schauen wir uns doch gerne an zum Schluss. Jetzt machen wir es einmal so rum, auch wenn ich fast nichts sehe. Jetzt habe ich es noch am Schluss echt geschafft. Ich meine, der Radius ums Auto wird immer enger, aber ich will noch nicht fahren. Aber jetzt bin ich wieder an eine Stelle gekommen, die habe ich bei der Pilzwanderung neulich entdeckt. Und da hat es sehr viele schöne Täublinge und auch Pfifferlinge gegeben. Und da will ich mir jetzt zumindest mit der Taschenlampe noch mal ein bisschen umschauen, ob sie noch irgendwas finden lässt. Ja, meine Lieben, aber das manövriert halt nichts mehr. Da unten ist irgendwas Vertrocknetes, was man nur so erkennen kann. Ansonsten, jetzt ist wirklich Zeit zum Auto zum Gehen. Dunkelheit einfach zu groß geworden. Und ich denke, ein paar Abschlussworte machen wir dann noch im selbigen. So, Auto zumindest mal ein bisschen mehr Licht als draußen. Okay, also für mich eine Stunde war jetzt unterwegs und richtig cool. Jetzt haben wir zwar bloß in Anführungsstrichen drei schöne Frauentäublinge und einen guten Schwung Trompetenpfifferlinge im Körbchen. Aber es gab auch wirklich eine faustdicke Überraschung oder riesige Überraschung im wahrsten Sinne des Wortes mit diesem wirklich coolen, riesengroßen Steinpilz. Mit dem hätte ich heute jetzt überhaupt nicht gerechnet. Vor allem, weil der Wald auch, glaube ich, relativ stark frequentiert ist. Aber ja, tolles Zeichen, dass auch die Steinpilze wieder wachsen, zumindest eine ist gewachsen. Und das war jetzt heute ist Montag. Der ist jetzt übers Wochenende da stehen geblieben. Gefunden hatten keiner, sonst wäre er weg gewesen. Also vielleicht kommen da nicht ganz so viele Sucher dann momentan in den Wald. Ja, in dem Sinn, ja, bin happy. Schöner Abendspaziergang, wunderbar. Jetzt kann man gemütlich in den Feierabend starten. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen schönen selbigen und wir sehen uns beim nächsten Video.